Mithilfe dieser Lichtuhr lässt sich das Phänomen herleiten. In der Lichtuhr läuft ein Lichtblitz nach oben, wird dort gespiegelt und läuft wieder nach unten, wird dort gespiegelt und so weiter. Der Lichtblitz läuft also hoch und wieder runter und wieder hoch. Und immer wenn der Blitz oben oder unten ankommt, ist eine Zeiteinheit vorbei, zum Beispiel eine Sekunde. Jetzt befindet sich die Uhr in einem fahrenden Zug. Für Beobachter im Zug ändert sich nichts. Nach dem Relativitätsprinzip laufen physikalische Vorgänge in Ruhe genauso ab wie bei gleichmäßiger Bewegung. Aber ein Beobachter von außen sieht das alles etwas anders. Während der Lichtblitz nach oben läuft, bewegt sich für ihn die Uhr nach rechts. Im Zug betrachtet, läuft der Lichtblitz wie gehabt senkrecht von unten nach oben und wieder zurück. Aber von außen betrachtet, legt der Lichtblitz eine schräge und somit längere Strecke zurück. Doch der wichtigste Grundsatz lautet, die Lichtgeschwindigkeit ist konstant. Also muss es entsprechend länger dauern, bis der Lichtblitz von außen gesehen auf der schrägen Bahn das Ziel oben in der Lichtuhr erreicht hat. Von außen betrachtet dauert eine Zeiteinheit auf der Lichtuhr im Zug also länger als auf dem Bahnsteig. Das heißt, bewegte Uhren gehen, für einen ruhenden Beobachter, langsamer. Diesen Effekt sieht nur ein außenstehender Beobachter. Der Reisende selbst merkt von dieser Zeitdehnung nichts. Das gilt nicht nur für die vielleicht etwas komisch anmutenden Lichtuhren, die hier zur Veranschaulichung gezeigt wurden. Es gilt generell, dass für einen außenstehenden, ruhenden Beobachter die Zeit in Bewegung langsamer abläuft. Das betrifft jede beliebige Uhr und jeden entsprechenden Prozess in der Natur oder im menschlichen Körper. Einfach alles. Hier bewegen sich Lichtsignale in einem Hohlspiegel. Im Innern werden Lichtblitze in alle vier Richtungen geschickt. Die Lichtblitze werden reflektiert und treffen sich wieder gemeinsam in der Mitte. Alles wie erwartet, so in Ruhe. Nun bewegt sich der Hohlspiegel gleichmäßig nach rechts. Mitreisende nehmen natürlich keinen Unterschied wahr. Es gilt das Relativitätsprinzip. Alle Vorgänge laufen identisch ab, egal ob man in Ruhe ist oder gleichmäßig und geradlinig bewegt. Aber für Beobachter von außen sieht die Situation anders aus. Die Lichtblitze starten und werden reflektiert. Aber nun zeigen sich Unterschiede zwischen den senkrecht und waagerecht laufenden Lichtblitzen. Sie treffen nicht mehr gemeinsam im Zentrum ein. Für den außenstehenden Beobachter legen die senkrecht nach oben bzw. unten laufenden Blitze eine Zickzackstrecke zurück. Genau wie die Blitze der Lichtuhr bei der Zeitdehnung im vorangegangenen Kapitel. Auch diese Blitze brauchen also länger als beim ruhenden Spiegel. Aber die waagerecht laufenden Blitze legen sogar einen noch längeren Weg zurück und brauchen entsprechend länger. Das aber kann nicht sein. Denn das gemeinsame Eintreffen der vier Lichtblitze im Zentrum ist für alle Beobachter ein feststehendes Ereignis. Und Ereignisse sind absolut, egal von wo man sie betrachtet. Wie lässt sich dieses Rätsel lösen? Auch hier gilt, Licht ist immer gleich schnell. Wenn alle Blitze gleichzeitig im Zentrum eintreffen sollen, muss sich der Hohlspiegel in Bewegungsrichtung verkürzen. Der Kreis wird für den außenstehenden Beobachter oval. Jetzt stimmt es wieder. Alle Lichtblitze legen eine gleich lange Strecke zurück und treffen gleichzeitig wieder im Zentrum ein. In Bewegungsrichtung verkürzen sich die Strecken, oder? Bewegte Körper schrumpfen, jedenfalls für den ruhenden, außenstehenden Beobachter. Natürlich ist auch dieses Phänomen keine Besonderheit des Hohlspiegels, sondern gilt universell. Alles Unsinn? Alles theoretischer Humbug, den nie jemand gemessen hat? Von wegen. Zeitdehnung und Längenkürzung sind alltägliche Effekte in der Natur. Allerdings sind diese Effekte erst bei sehr großen Geschwindigkeiten auffällig. Das folgende Beispiel zeigt das. Aus dem Kosmos prasselt ständig kosmische Strahlung auf die Erdatmosphäre. In etwa 20 Kilometern Höhe stößt diese Strahlung mit den Luftteilchen zusammen. Dabei entstehen Myonen, unglaublich schnelle Teilchen mit einer extrem kurzen Lebensdauer.
Sie bewegen sich mit 99,98% der Lichtgeschwindigkeit und zerfallen wieder innerhalb von nur 2 Mikrosekunden. Während ihrer extrem kurzen Lebensdauer legen sie gerade einmal 600 Meter zurück. Ein trostloses Dasein am Rande der Atmosphäre? Nein, die Physiker messen die Myonen sogar am Erdboden. Wie kann das sein? Wie überbrückt ein Myon, das doch nur 600 Meter schaffen kann, die 20 Kilometer bis zum Erdboden? Hier hilft die Relativitätstheorie. Bei 99,98% der Lichtgeschwindigkeit sind Zeitdehnung und Längenkürzung bedeutende Effekte. Bewegte Uhren gehen langsamer. Die Zeitdehnung macht hier etwa einen Faktor 50 aus. Für einen ruhenden Beobachter auf der Erde vergehen etwa 100 Mikrosekunden, bis auf der Uhr des Myons die Lebensdauer von 2 Mikrosekunden abgelaufen ist. In 100 Mikrosekunden legt das Myon aber 30 Kilometer zurück und schafft so locker die Distanz bis zum Erdboden. Für das Myon selbst vergehen dennoch nur 2 Mikrosekunden. Keine Chance, den Boden zu erreichen? Doch, hier kommt die Längenkontraktion ins Spiel. Aus Sicht der Myonen rast die Strecke in extremer Geschwindigkeit vorbei, die Strecke schrumpft also. Für das Myon ist der Detektor nur 400 Meter entfernt, deutlich innerhalb seiner Reichweite von 600 Metern. Für den ruhenden Beobachter auf der Erde ist die Zeitdehnung der entscheidende Effekt, für das Myon dagegen ist es die Längenkontraktion. Doch im Ergebnis ist das gleich. Das Myon kommt unten an. Zeitdehnung und Längenkürzung sind an diesem Beispiel direkt zu sehen. Ein weiterer Beweis für die Gültigkeit der Relativitätstheorie.